Liebes Christkind, dieses Jahr wünsche ich mir von dir eine Skibrille. Am liebsten wäre mir eine mit roter Leuchtumrandung. Die ist nämlich echt cool. Dann hätte ich noch gerne einen kleinen Goldfisch, damit mein kleiner Nenu nicht im Aquarium nicht so langweilig ist. Der alte Skianzug ist mir auch schon fast zu klein. Deshalb brauche ich bis Weihnachten unbedingt einen neuen. Und nun, liebes Christkind, kommt mein allergrößter Wunsch. Den schreibe ich dir ganz zum Schluss auf, damit du ihn ja nicht vergisst. Also, am liebsten wünsche ich mir von dir zu Opa, ich schreibe mir eigentlich iPhone, I-P-H-O-N-E. Danke. Wofür brauchst du das denn, Sandro? Willst du dein Kurzworträtsel? Aber nein, ich schreibe gerade den Wunschzettel für das Christkind. Der fertig, hast du deinen auch schon geschrieben? Nö, ich schreibe nie ein. Aber dann bringt das Christkind dir lauter Sachen, die du gar nicht gebrauchen kannst. Oder noch schlimmer, vielleicht gar keine. Och, das ist egal. Die Geschenke sind mir nicht so wichtig. Und du Christkind wahrscheinlich auch nicht. Was aber? Nichts aber. Immerhin feiern wir zu Weihnachten den Geburtstag vom Christkind. Und es wäre wirklich schade, wenn dem Christkind die Geschenke genauso wichtig wären wie dir. Stell dir vor, dann wäre es womöglich noch enttäuscht, weil es gar keinen bekommt. Oder hast du dir vielleicht schon einmal Gedanken darüber gemacht, was du dem Christkind zum Geburtstag schenken könntest? Nein. Na siehst du, ich auch nicht. Aber die Hirten damals, die haben sich Gedanken gemacht und sich bemüht, ein schönes Geschenk für das Christkind zu finden. Wirklich? Ja, kennst du diese Geschichte womöglich noch gar nicht? Nein, dann muss ich sie dir gleich erzählen. Komm, mach es dir bequem und hör mir gut zu. Hey, bleib doch stehen! Was hast du denn? Ihr könnt doch nicht so einfach davonrennen. Ja, warum denn nicht? Wir wissen doch, wo der Stall ist. Das glaube ich euch sogar. Aber wollt ihr dort wirklich mit leeren Händen ankommen? Oh, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Du, Jeremias? Nein, das habe ich in deiner Freude total vergessen. Wie gut, dass du uns daran erinnert hast, Simon. Wisst ihr schon, was ihr dem kleinen Jesus schenken werdet? Also ich werde ihm ein kleines Holzschaf geben, das ich letzte Woche geschnitzt habe. Und ich gebe ihm ein warmes Fell, damit es schön warm hat. Und ich werde meine Flöte einpacken und dem kleinen Kindchen damit ein Schlaflied vorspielen. Und ich werde ihm einen großen Leibbrot überreichen. Ich weiß schon, dass der Kleine damit auch nichts anfangen kann. Aber seine Eltern haben sicher auch Hunger und sollen sich daran satt essen können. Das ist eine gute Idee. Dann werde ich ein Stück Butter dazulegen, damit das Brot noch besser schmeckt. Und ich steuere meinen Käse bei. Dann wird das Ganze zu einem schönen Essen. Was könnte ich denn mitbringen? Ah, ich weiß. Ich werde der Mutter des Kindes einen Blumentrauß pflücken. Und ich will der heiligen Familie meine Laterne schenken. Aber vorher muss ich sie noch polieren. Puh, das wird ein schönes Stück Arbeit geben. Aber so lange können wir jetzt nicht mehr warten. Ich finde, wir sollten uns langsam auf den Weg machen. Geh zurück voran, ich komme später nach. Aber bitte nicht so lange, die im Stall wollen bestimmt nicht lange warten. Macht euch keine Sorgen, ich werde mich beeilen. Womöglich hole ich euch sogar noch ein. Wirklich leid, aber wir können dir nichts abgeben. Wir sind gerade auf dem Weg nach Bethlehem, um dem Messias unsere Geschenke zu bringen. Hier ist so kalt, bitte helft mir. So schenke mir doch dein warmes Fell, damit ich nicht erfrieren muss.
Das geht leider nicht. Dieses werde ich schon für jemand anderes bestimmen. Halt, bitte hilf mir. Hier, nimm meinen Umhang. Ich hoffe, er wärmt dich. Vergelt's Gott, jetzt fühle ich mich schon viel besser. Ja. Was ist denn mit dir los? Warum weinst du denn? Ich bin ausgegangen. Ich fürchte mich noch. Bitte lass mich nicht allein. Aber jetzt brauchst du auch keine Angst mehr zu haben. Nun bin ich ja da und guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Danke. Weißt du eigentlich, dass heute eine ganz besondere Nacht ist? In einem Stall hier ganz in der Nähe ist der Messias auf die Welt gekommen. Möchtest du mich dorthin begleiten und ihn besuchen? Oh ja. Willkommen, kleiner Jesus. Leider habe ich jetzt nichts mehr, das ich dir schenken könnte. Aber ich möchte, dass du trotzdem weißt, dass ich mich sehr über deine Ankunft freue. Komm nach vorne, Jesus Michael. Denn Gott hat Gefallen an dir gefunden. Denn du hast dem Christkind weit mehr gebracht als alle anderen zusammen. Als es hungrig war, hast du ihm etwas zu essen gegeben. Als ihm kalt war, hast du es gewärmt. Als es dunkel war, hast du ihm dein Licht geschenkt. Und als es traurig war, hast du es getröstet. Denn was du heute für die Not leidender Menschen getan hast, hast du auch für Gott getan. Mir scheint, der kleine Jesus will ein wenig von dir behalten. Ich bin mir sicher, dass er sich in deinen Armen geborgen fühlt. Und so hatte der Hirte Michael die große Ehre, den kleinen Messias in den Arm zu halten. Schön, aber glaubst du nicht, dass du ein bisschen so war? Genau weiß ich das natürlich nicht. Schließlich war ich damals nicht dabei, aber möglich wäre es doch, oder? Ja, möglich wäre es. Aber was soll ich jetzt mit meinem Wunschzettel machen? Den hätte ich jetzt fast vergessen. Am besten den